das tut brutal weh natürlich. Und wie gesagt, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, noch nicht so ganz begriffen. Blöd gesagt hatte man irgendwie dieses Szenario nicht im Kopf, weil ich einfach weiß, was diese Mannschaft spielen kann. Und da hat man natürlich auch die Hoffnung, dass wir genau das dann auch auf den Platz bringen. Und das haben wir halt irgendwie nicht geschafft. Und dass das andere Spiel dann noch so ausgeht, wie es ausgegangen ist, das macht den Braten noch so viel fettiger, wie er eh schon war. Mir tut es brutal weh, also einfach da die Runde natürlich nicht weitergekommen zu sein. Und vielleicht spätestens dann irgendwie diesen Funken überspringen zu lassen. Und jetzt ist der Funken eher erlöscht, als dass er überspringt.